Hallo, in diesem Video zeige ich die JUPAC-Nomenklatur für verzweigte Alkane. Die JUPAC ist ein Verein, der einheitliche Begriffe in der Chemie festlegt, zum Beispiel eindeutige und systematische Namen für solche organischen Moleküle. Wir haben hier einen Kohlenwasserstoff, der nur Einfachbindungen besitzt. Solche Kohlenwasserstoffe nennt man Alkane. Und um einen eindeutigen Namen für solche verzweigten Alkane festzulegen, hat die JUPAC folgende Regeln festgelegt. Als erstes suchen wir in diesem Molekül die längste Kohlenstoffkette. Das wäre in diesem Fall diese Linie hier. Das nennt man die Hauptkette. Und dann zählt man, aus wie vielen Kohlenstoffatomen sie besteht. Das sind 7 Kohlenstoffatome. Und dann wird diese Hauptkette gemäß der homologen Reihe der Alkane benannt. Und zwar, wenn die Kette ein C-Atom enthält, ist es Methan, bei 2 Ethan, 3 Propan und 4 Butan. Bis dahin muss man die Reihe einfach auswendig lernen. Ab 5 benutzt man die griechischen Zahlwörter, die ihr auch aus anderem Zusammenhang kennt, zum Beispiel Penta für 5 oder Okto für 8. In diesem Fall haben wir 7 Kohlenstoffatome, es handelt sich also um ein Heptan. Als nächstes werden die Kohlenstoffatome durchnummeriert, und zwar beginnen wir am kürzeren unverzweigten Ende, also hier auf der linken Seite, weil wir hier nur ein Kohlenstoffatom vor der Verzweigung haben, während es rechts 3 sind. Diese Nummern nennt man die Lokanten. Im nächsten Schritt betrachtet man die Seitengruppen. Je nachdem, wie viele Kohlenstoffatome die Seitengruppe enthält, bekommt sie auch wieder einen Namen gemäß der homologen Reihe. Hier haben wir ein C-Atom, also ist es ein Met, und Seitengruppen bekommen eine Nachsilbe Yl angehängt. Und davor kommt mit einem Bindestrich die jeweilige Lokantennummer, von der diese Gruppe abzweigt. Also hier haben wir ein 2-Methyl, hier haben wir ein 3-Methyl und hier haben wir ein 4-Ethyl, weil es 2 Kohlenstoffe sind. Kommen gleiche Alkylgruppen mehrfach vor wie hier, zweimal Methyl, dann fasst man die zusammen zu einem 2,3-Dimethyl. Die Vorsilbe Di steht für doppelt. Wenn die Gruppe dreimal vorkommt, also die Vorsilbe Tri, bei 4-mal Tetra, bei 5-Penta und so weiter. Im letzten Schritt werden nun diese Alkylnamen vor den Stammnamen gesetzt. Insgesamt ergibt sich also ein 4-Ethyl. 2,3-Dimethylheptan. Und zwar nennt man das Ethyl zuerst, weil es alphabetisch vor Methyl kommt. Man hält also hier die alphabetische Reihenfolge ein. Und damit haben wir einen eindeutigen Namen für dieses Molekül, für diese Verbindung gefunden, die ihr gemäß diesen 5 Schritten selbst durchführen könnt. Sehr wahrscheinlich wird in einer der nächsten Klausuren genau so eine Aufgabe kommen, dass ihr ein Molekül gemäß der JUPAC-Regel benennen sollt. Beim Anwenden dieser Regeln gibt es allerdings ein paar Stolperfallen. Ich will euch im Folgenden jetzt zeigen, worauf man dabei besonders achten muss. Ich hänge an das Molekül von eben nochmal ein CH3 dran. Jetzt gehen wir die Regeln wieder durch. Wir bestimmen zunächst die längste Kette, das ist hier das Heptan. Und unsere Verzweigung hat sich jetzt aber zu einem 4-Propyl erweitert. 3 C-Atome Propyl. Das ergibt ein 2,3-Dimethyl, 4-Propyl-Heptan. Füge ich jedoch noch ein CH3 dazu, so ist nicht mehr diese Linie hier die längste Hauptkette, sondern diese hier. Wir sehen, es ergibt sich nun ein Oktan mit 8 C, während diese Linie nur 7 hat. Dafür sind aus diesen Kohlenwasserstoffen nun plötzlich eine Seitengruppe, ein 4-Propyl geworden, sodass wir insgesamt auf ein 2,3-Dimethyl 4-Propyl-Oktan kommen. Also ihr seht, man muss sehr darauf aufpassen, was wirklich die längste Kette ist. Die kann durchaus verwinkelt oder sogar mehrfach verwinkelt sein. Da muss man ein bisschen ausprobieren, in welche Richtung man messen muss. Ein zweiter Punkt, auf den man achten muss, ist, dass man immer am kürzeren unverzweigten Ende beginnt,
Also in diesem Beispiel müssen wir hier auf der rechten Seite beginnen. Wir haben als Hauptkette ein Oktan, beginnen unsere Zählung hier am kurzen Ende und bekommen dadurch hier ein 2,2-Dimethyl und hier ein 4-Propyl. So kommen wir insgesamt auf ein 2,2-Dimethyl, 4-Propyl-Oktan. Auch hier wieder auf die alphabetische Reihenfolge achten. Methyl geht vor Propyl. So, also hier zusammengefasst nochmal unsere 5 UPAC-Regeln, nach denen ihr immer vorgehen könnt. Damit lassen sich die allermeisten verzweigten Alkane eindeutig bestimmen. Leider gibt es auch ein paar Problemfälle, wo sich dann Regeln widersprechen. Und wie man solche Konfliktfälle löst, zeige ich im Folgenden, falls ihr auf diese komplizierteren Fälle im Unterricht eingegangen seid, zeige ich euch die entsprechenden Regeln dafür. Und zwar, es kann passieren, dass mehrere Ketten die gleiche Länge haben. Das heißt, wir könnten hier entweder diese Linie als Pentan mit 5 Kohlenstoffatomen festlegen, aber dann bekommen wir unten eine Mehrfachverzweigung, von der wir im Moment noch gar nicht wissen, wie man die benennt. Also man versucht, die möglichst zu vermeiden, indem man vielleicht eine andere Hauptkette wählt. Diese hier ist genauso lang, ist ebenfalls ein Pentan mit 5 C-Atomen. Dafür bekommen wir nicht mehr eine Mehrfachverzweigung, sondern 2 Einfachverzweigungen. Hier ein Methan und hier ein Ethan. Also in diesem Fall lautet unsere Regel, es entscheidet die Hauptkette, die die meisten Einfachverzweigungen hat. Wir beginnen wieder am kurzen Ende zu nummerieren, das ist dann hier, und bekommen damit ein 3-Ethyl, 2-Methyl-Pentan. Ein anderer Konflikt tritt auf, wenn die unverzweigten Enden gleich lang sind, so wie hier. Man könnte also entweder von links nach rechts durchnummerieren und bekommen für unsere Verzweigung den Lokantensatz 2, 4, 5. Oder wir könnten von rechts nach links durchnummerieren und bekommen den Lokantensatz 2, 3, 5. In diesem Fall entscheidet man sich für den Lokantensatz mit den kleineren Zahlen. Und zwar liest man diesen Lokantensatz wirklich als Zahl, also 235 ist kleiner als 245 und entscheidet sich dann für diesen Lokantensatz, der die kleinste Nummer ergibt. Wir haben hier also ein 2,3,5-Trimethylhexan. Ja, und dann gibt es noch den abgefahrenen Fall, dass die unverzweigten Enden gleich lang sind und die Lokantensätze sind auch noch gleich. Also wenn wir von links nach rechts durchnummerieren, bekommen wir 3, 3, 4, 4. Und wenn wir von rechts nach links durchnummerieren, bekommen wir ebenfalls 3, 3, 4, 4. Was machen wir da? In diesem Fall entscheidet die alphabetisch zuerst kommende Alkylgruppe. Das heißt, wir vergeben für unser Ethyl zunächst den kleineren Lokantensatz 3 und dann kommt das Methyl mit der 4 an der Reihe. Das heißt, wir haben tatsächlich die Nummerierung von links nach rechts 3,3 die Ethyl, 4,4 die Methylhexan. Gut. Hier also nochmal zusammengefasst unsere erweiterten Regeln. Bei gleicher Kettenlänge nehmen wir die, die meisten Verzweigungen hat, damit Mehrfachverzweigungen vermieden werden. Dann zur Frage, ob wir von links nach rechts oder umgekehrt nummerieren. Bei gleich kurzen Ende wählen wir die Richtung so, dass wir den niedrigsten Lokantensatz bekommen als Zahl gelesen. Und wenn beide Enden gleich kurz sind und sogar zum gleichen Lokantensatz führen, nehmen wir die alphabetisch erste Alkylgruppe, also Ethyl vor Methyl. Okay, nun gibt es allerdings auch noch den Fall, dass sich eine Mehrfachverzweigung gar nicht vermeiden lässt, wie in diesem Beispiel hier. Auch dafür gibt es eine Regel. Und zwar geht man zuerst wieder nach der längsten Hauptkette vor in der ersten Stufe. Wir sehen, wir haben hier ein Oktan. Dann betrachtet man die Verzweigung in der ersten Stufe. Das ist hier diese Kette. Das ist also eine 1, 2, 3, 3 Kohlenstoffkette, gibt ein Propyl. Diesen Namen setzen wir in Klammern. Und sie bekommt eine 4, weil sie am Lokanten Nummer 4 abzweigt. Als nächstes schauen wir uns die davon
weiter abgehende Verzweigung an, hier oben. Hierbei handelt es sich um ein Ethyl und da es vom Lokant Nummer 1 abgeht, bekommt es eine 1 vorangestellt. Nun setzen wir diesen Namen in diese Klammer hier ein und somit hat das ganze Ding den Namen 3,5-Dimethyl-4,1-Ethyl-Propyl-Octan. Wow, damit haben wir auch das geschafft. Jetzt wisst ihr, wie man mehrfach verzweigte Alkane benennt. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Es gibt neben den Alkanen natürlich noch weitere Kohlenwasserstoffe, für die weitere UPAC-Regeln festgelegt worden sind, wie zum Beispiel hier für die Alkohole, die bekommen die Endung -ol, die besprechen wir aber in einem weiteren Video. Zum Schluss bleibt nur noch die Empfehlung, diese Regeln selbst zu üben, dadurch lernt man sie am besten. Und dafür habe ich euch eine kleine App bereitgestellt. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Da wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Okay.